Dieser Film zeigt das Einlegen einer IPCLV2 in den Medicel Ergoject 2.2 BL. Füllen Sie zuerst die Kartusche bis zur Spitze mit HPMC. Nehmen Sie die IPCL aus Ihrem Behälter. Bitte verwenden Sie zum Einlegen ein Mikroskop. Die IPCL wird mit der Wölbung nach oben eingelegt. Achten Sie immer auf diese Position der Nasen. Für ein linkes Auge positionieren Sie die Löcher oben in der Kartusche. Für ein rechtes Auge positionieren Sie sie in der Kartusche unten. Legen Sie die IPCL hinter die Ladekammer. Setzen Sie den Manipulator an die vordere Haptik der IPCL und schieben Sie die Linse unter die Abdeckung. Achten Sie darauf, etwas Platz zwischen der vorderen Haptik und dem Ende der Ladekammer zu lassen. Drücken Sie die IPCL leicht nach unten und schließen Sie die Kartusche. Geben Sie etwas HPMC auf den Stempel. Schieben Sie die IPCL mit dem Stempel etwas nach vorne. Achten Sie dabei darauf, dass die Linse sich leicht bewegen lässt. Ziehen Sie den Stempel dann bitte wieder zurück und füllen Sie die Ladekammer vollständig mit HPMC. Schieben Sie den Stempel nun so weit nach vorne, bis sich das Flügelrad dreht. Wenn Sie die IPCL nun nicht direkt implantieren, stellen Sie das System bitte in BSS. Drehen Sie das Flügelrad des Injektors schrittweise nach hinten, um die IPCL langsam und kontrolliert zu implantieren. Sollten Sie den Stempel wieder zurückziehen wollen, schieben Sie den blauen Hebel auf die obere Position. Dann lässt sich das Rad vor- und zurückdrehen.